Mir ist langweilig. Die letzten Urlaubstage sind da, hier passiert gar nichts. Ich will Spielzeug haben, neues und ja. Da ist was Neues gekommen. Was ist das? Was Neues. Okay. Zeit für ein Unboxing, würde ich mal so sagen. Was kann das? Hi, ich bin's wieder. Die Ela von Wolli Schiebling. Hab was Neues ich gekauft. Ich bin auch da. Er ist auch da. Der Napf von Wolli Schiebling. Das ist von Retron HD Gaming Konsole. Doch, da, Retron. Retron heißt das Ding. Retron heißt das Ding. Irgendwo steht Hyperkin. Oh, Hyperkin ist so ähnlich wie Harlekin. Hyperkin, ja. Hyperkin. Hyper? Hyper? Hyper. Hyper, Hyper. Hyper. Zwei Idioten. Put your games in the console. Hyper, Hyper. Auf jeden Fall ist das gerade neu gekommen. Ich pop's mal aus, geh. Und da ist es. Was kann es? Ah, was kann es? Hier ist die verheerende Rückseite. Da könnt ihr euch das mal genauer so angucken. Jo. Seitenansicht. Ich pack's mal aus. Fakten ist für dich. Oh, guck mal, das ist so groß wie die Ouya. Die Ouya ist sogar noch kleiner. Ehrlich? Mhm. Hier, guck mal. Ein hübsches, viereckiger... Ja, guckt euch an. Konsole ist durchsichtig. Was ist das für eine Farbe? Türkis, würde ich jetzt mal so sagen. Hier oben ist Marke. Da ist es, wie es heißt. Hier vorne ist einmal der Power-Knopf und Reset-Knopf. Und da unten für den Controller. Seitenansicht. Hier oben kommen die Module rein. Und das hier ist die verheerende Rückseite. Da du hast noch gar nicht gesagt, was es kann. Warte doch. Ich bin noch gar nicht dabei. Du hast gesagt Module, aber was für welche? Oh. Und zwar kann das Ding ein Game Boy Color. Und Game Boy Advance Module abspielen. Und das Ganze über HDMI am Fernseher. Hier ist noch USB Typ C und eine Speicherkarte ist auch drin. Wofür auch immer. Das ist die verheerende Rückseite. Ja, das Problem ist, also wir haben das angeschafft jetzt, weil wir immer, Ela ja auch Videos macht über Spiele vom Gameboy am HDMI-Kabel. Am Fernseher. Und die Problematik dabei ist, dass wir dann immer den Super Gameboy nehmen müssen, um irgendwie auf Bild zu kommen. Und da brauchen wir zwei Adapter, eine Capture Card, eine zusätzliche Capture Card. Also die eine, die überhaupt von analog auf digital das umwandelt. Die nächste, die das dann in den Rechner bringt. Und das ist jetzt einfacher, weil wir jetzt nur noch eine brauchen und sparen es ein. Und wir brauchen nur eine so eine winzige Konsole, um drei Gameboys abzufrühstücken. Weil normalerweise gingen halt nur die Original-Gameboy-Spiele in dem Super Gameboy. Ela packt gerade aus. Was ist da drin? Kabel. Okay. Ja. Hier ist die Anleitung von dem Ganzen. Kannst du das mal in den Laptop tun? Ich lese gerade, das Besondere ist auch noch, dass das Ding HotSwap unterstützt. Das heißt, ihr könnt die Module wechseln, während die Konsole an ist. Das werden wir erstmal testen, ob das so funktioniert. Soll ich mal ein paar andere Spiele holen? Nein, lass doch mal. Ich will nicht diese schlechten Spiele hier. Wieso denn? Dieses hier finde ich schlimm. Ja, warte, ich hole ein anderes. Warum fällt das hier so schwer?
Ja, weil du über eine Mülltüte fährst, die ich da hingeschmissen habe. Warum hast du denn eine Mülltüte hingeschmissen? Ich hab gedacht, das wäre witzig. Ich übernehme die Kamera. Ja. Hi. Ja, der Würfel ist ganz niedlich gemacht, gut verarbeitet. Ich finde den wirklich sehr schick. Hyperkin. Sehr cool. Hier oben sieht man, dass man da oben diese Module da rein tun kann. So sieht das dann aus. Das sieht da so ein bisschen aus wie ein einseitiger Toaster. Hier für die Advanced-Spiele. Guck mal. Das ist supi. Tja, mein Game Boy Color-Spiel ist weg, weil Nico das Spiel doof findet. Jetzt sucht er da gerade eben irgendetwas Besseres. Ich übernehme die linke Seite. Donkey Kong. Oh, und Pokémon. Okay. Das ist aber ein normales Game Boy Spiel. Okay. Kann ich sehen. Ich starte mal. So. Wir verschwinden jetzt da oben in die Ecke. Da, so, da verschwinden wir in diese Ecke. Oder in diese Ecke. Genau, in die. Juhu! Und da sieht man schon, das Ding läuft. Ich tue jetzt ein Game Boy Spiel rein. Dr. Mario. Einfach machen lassen. Ich lasse ihn machen. So. Ich habe die Macht. Und das ging schnell. Das ging wirklich schnell. So. Das ist jetzt ein normales Gameboy-Spiel, ne? Ja, das ist jetzt das normale Gameboy-Spiel. Mach euch mal die Musik aus. Das ist ja... Oh, das sieht echt gut aus. Nico, bitte übernehmen Sie. Ja. Ich bin beschäftigt. Also das sieht ja schon, der hat ja jetzt irgendwie die Graustufen vom Gameboy in Farbe umgewandelt. Das wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren wie bei dem Super Gameboy. Ich vermute mal, dass sie das kopiert haben, oder? Das war unlogisch. Aber es ist jetzt schon mal so, dass es ohne jegliche Schwierigkeiten sofort auf dem Bildschirm ist. Man kann das Ding noch umschalten auf 4:3. Mal gucken. Nein! Oh, das ist viel schöner, das Bild jetzt so. So haben wir das Originalformat. Ja, guck mal. Haha. Da ist das, es nicht so das lange freut, gezogen. Das freut eins von unseren Schäfchen. Von unseren Schäfchen. So. Dann sagt er wieder, unsere Bildauflösung wäre verheerend. Dieser Tipp hier für diese kleine Konsole ist auch von einem von unseren Schäfchen gewesen. Der Tipp ist super. Und vielen herzlichen Dank dafür. Das macht auf jeden Fall die Sache alles etwas einfacher. Also man darf jetzt einfach rausziehen. Ja. Ich ziehe mal raus und tue ein Advanced-Spiel rein. Muss ich da irgendwas? Nee, es leuchtet rot, es leuchtet rot, es leuchtet rot. Hier, da blinkt es, da. Da leuchtet es. Sieht man das? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber es leuchtet rot. Es blinkt und rot und blinkt und rot und rot und blinkt und blinkt und rot. Das kann sein. Ja, das macht er. Doch, doch, er macht das. Aha, gucke. Format ist ein bisschen anders, ne? Als beim Gameboy. Ja, das ist jetzt vom Advance. Ja, ja. Okay, guck mal, wie cool. Mach ich mal Singleplayer. Oneplayer. Mario Kart. Ich mache 50 Kubik. Entschuldigung. Yay! So, schauen wir. Wir machen den Waschschuh. Wir machen hier Peach. Das sieht echt gut aus, ne? Ja. Das sieht wirklich mega cool aus. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt so ein Advanced-Gelumpe auf dem großen Bildschirm sehe. Los, Yoshi, gib alles. Ey. Gib Gas. Was haben wir? Ich habe keine Kiste gekriegt. Also es sieht auf jeden Fall mega cool aus. Und wer schon immer seine Advanced-Spiele auf dem großen Bildschirm sehen wollte, der sollte sich echt überlegen,
diesen Hyperkin hier zu holen. Slime. So, jetzt geht's ab. Eins. Oha. Das klingt wirklich ab. Wie teuer ist das, Nico? Das hat gekostet, ich glaube mit Porto jetzt 110 Euro. Das war das Billigste, was ich gefunden habe. Es gibt auch welche, die bieten es für 140 an. Verdammt! Verdammte Prinzessin Peach. Ich versuche ein anderes. Ich nehme das Advance raus und tue jetzt Game Boy Color rein. Das mit dem Hot Swapping finde ich schon am interessantesten, dass man einfach die Dinger einfach so durchtauschen kann, ohne dass das Teil Schwierigkeiten macht. Das ist cool. Das ist auch jetzt das Neueste, ne? Mit Version 1.2. Updated Firmware. Ja, ja, weil das Game Boy Advance Spiele sonst Schwierigkeiten macht. Ja. Das ist nur als Beta in der Anleitung. Ja. Hier lädt er ein bisschen länger. Guck mal da, das Nilpferd. Was ist denn nur mit dem Nilpferd los? Das zockt. Auf jeden Oder Fall. Oder will zocken. Es will zocken, aber es hat auf jeden Fall noch einen C64-Controller in der Hand. Was wird es sein? Was wird es sein? Oh nein, nicht Englisch. Nein, Espanol. Oh, Italien. Patron? Deutsch, Gott sei Dank. Donkey Kong Country. In Farbe und bunt. Sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Abenteuer. Wir machen Abenteuer. Wir machen Speicherstand 2. Hier ist der Affe. Können wir irgendwas schon machen? A drücken am besten. Das ist normal monochrom oder ist es farbig? Nein, das ist farbig. Das ist Game Boy Color. Das ist genau so, wie du es da siehst, ist es auch auf dem Game Boy halt. Okay. Weil Game Boy Color. Das ist erste Mal. Ganz schön wenig Pixel, ne? Ja. Okay, hier geht es schon besser ab. Wie ist das Pad? Es liegt super gut in der Hand, muss man zugeben. Es hat auch einen leichten Gewicht, man sieht das ja hier. Hier sind diese, wie heißen die Dinger? Irgendwas mit Geschwindigkeit? Ah, Geschwindigkeit, meine Geschwindigkeitshubbels sind hier wieder, wie ihr seht. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ja, wir brauchen noch die Buchstaben, die Musik. Die ist so bekannt hier von dem Donkey Kong. Bis jetzt mal lief alles, ne, was wir reingesteckt haben. Ja, man braucht auch noch nicht mal anzuhauchen. Ja, stimmt. Na gut, die ist noch neu. Ja. Keine Ahnung, was es da zur Explosion getrieben hatte. Das ist ein Strauß. Also es läuft auf jeden Fall sehr gut. Ha. Lauf, lauf, lauf! Voilà. Auch noch. Leben. Durch die Mauer durch. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Verdammt. Durftest du nur einen nehmen? Nein, ich musste alle drei gleiche Symbol haben. Ach so, okay. Ich glaube, ich bin mit meinem Affen und mit meinem Nilpferd ein Nashorn irgendwie runter. Pokémon mit? Dann haben wir hier noch einen Klassiker. Gutes Ding. Auf jeden Fall. Ich bin sehr begeistert darüber. Sag mal das Pad, wie das liegt. Das liegt gut. Das ist schwer. Ja. Also schwer ist es nicht. Nein, aber es hat seinen Charme und sein Gewicht, finde ich, sehr gut. Das ist auf jeden Fall vernünftig verarbeitet. Ja. Hat so ein bisschen was vom, von ihm hier.
Tag. Ja, ist nur ein bisschen eine Kopie. Bisschen kopiert, ne? Das ist 1:1 kopiert. Achtet mal da drauf. Außer, dass der jetzt hinten den Geschwindigkeitshubel drauf hat. Du musst die deine Hand da so wegnehmen, wenn du das zeigen möchtest. Gib das her jetzt. So, guckt. Da ist jetzt der Geschwindigkeitshubel hinten drauf. Du bist ein Labras, oder nicht? Ja, das stimmt. Und hier vorne, also ich weiß nicht, Das ist eine Ähnlichkeit zu erkennen. Das ist auf jeden Fall. Auch vom Gewicht her. Hebt mal hoch beide. Das ist sogar besser. Ja. Ich habe mich verdammt so gut einstellt. Mit meinen 3-4G-Armen? Ja. Ich glaube, wir haben einen Punkt zu bauen. Ich glaube, ich habe hier... So. Neues Spiel. Ich glaube, man hört nichts, weil wir zu laut sind. Vielleicht ist der Ton die ganze Zeit schon zu laut. Naja, ist egal. Die Leute wollen ja nur was sehen. Ja. Wir lassen das alles durchgehen. Ja, ja. Ja. So wird es mir nächste Woche gehen, wenn ich zur Arbeit gehe. Ja. Mein Gott. Ja, du wolltest, dass Pokémon ist immer viel Laberababa und viel zum Lesen. Entschuldigung. Oh Gott, ey. Das ist ja AA. Ja, ja. 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 Auf jeden Fall läuft es. Und da sehen wir's. Das ist nicht farbig, ne? Hä? Normal. Nein, das ist ein normales Gameboy-Spiel. Das ist auf jeden Fall sonst immer in diesem... Grau. Ja. Also, wie gesagt, mach das mal hier aus. Mhm. Machen wir uns wieder größer. Eventuell. Ich drehe das auch mal so in die Kamera, damit ihr es so seht. Verschiedene Module, die damit zu spielen sind. Das ist ein ziemlicher Kabelwirrwarr. So, jetzt haben wir es aber. Ja, das Ding ist gut. Auf jeden Fall, also wer seine Advance-Spiele und seine Game Boy Color-Spiele auf dem Monitor spielen möchte, kann ich euch dieses Gerät nur empfehlen. Also, es ist super. Einfach nur genial. Vielen Dank für den Tipp übrigens. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt von 1, 2, 3, 5, 4 Spielen, die wir jetzt hier getestet haben, liefen alle. Ja, auf jeden Fall. Die Advanced-Funktion ist noch Beta, steht in der Anleitung, aber hier auf der Packung steht dann schon, dass es über eine Firmware möglich gemacht haben, dass das Ding läuft. Und ja. Gut, gutes Teil. Also ich bin begeistert. Kann ich meine alten Spiele jetzt hier mit dem Ding an euch zeigen. Ja, der Vorteil für uns ist natürlich jetzt, dass wir hier nicht so viel Kabelsalat mehr haben. Also nein, wir müssen aber nicht... wir können ständig das alles umklemmen. Genau, wir können das Ding eigentlich auf dem Tisch stehen lassen. Ja. Und dann kann man halt drei Dinge abfrühstücken hier. Die drei verschiedenen Gameboys damit am Start bringen. HDMI, Stromkabel und halt eben den Controller. Controller nicht zu vergleichen mit dem von Super Nintendo. Ja. Ja. Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare, lasst uns ein Like da und vielleicht ein Abo. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jo, ich sag's immer so. Tschüss. Und tschüss. Ich muss doch ein bisschen was hier zocken.